Zum Thema Asymptoten. Einleitend betrachten wir den Verlauf von diesem Funktionsgraphen und stellen fest, in diesem Bereich hier nähert der Funktionsgraph sich immer mehr dieser schrägen Geraden. In diesem Bereich hier nähert der Graph der Funktion sich immer mehr dieser vertikalen Geraden. Dasselbe auch von links. Und in diesem Bereich hier nähert der Graph der Funktion sich immer mehr dieser horizontalen Geraden. Wenn der Graph einer Funktion sich immer mehr einer Geraden nähert, so heißt diese Gerade Asymptote. Wir können uns das schön vorstellen als Landepiste einer landenden Fliege. Die Flugbahn ist der Graph der Funktion und die Landepiste ist die Asymptote. Wenn f von x gegeben wird, wie berechnet man dann eine Asymptote? Das werden wir jetzt genauer unter die Lupe nehmen und beginnen mit einer vertikalen Asymptote. Schalten wir hier die Schräge und die Horizontale weg und konzentrieren uns auf diese vertikale Asymptote. Das heißt, dass der Funktionsgraph sich dieser Geraden hier in diesem Bereich immer mehr nähert. Selbstverständlich werden wir das mit einem Grenzwert ausdrücken. Und zwar, wenn wir x gegen diese Zahl a streben lassen, dann erkennen wir ganz deutlich, dass f von x gegen plus unendlich strebt. Das geht in dem Falle hier auch von links. X strebt gegen a von links, dann strebt f von x gegen plus unendlich, denn es wird ja immer größer. Also können wir dieses asymptotische Verhalten gegenüber der vertikalen Asymptote mit einem Grenzwert ausdrücken. Genauso definieren wir eine vertikale Asymptote, und zwar, wenn der Grenzwert von f von x, wenn x gegen a strebt, unendlich ist, oder der Grenzwert von f von x, wenn x gegen a minus strebt, unendlich ist, oder der Grenzwert von f von x, wenn x gegen a plus strebt, unendlich ist. Einer der drei Fälle reicht eigentlich schon, um daraus zu schlussfolgern, dass die Funktion eine vertikale Asymptote hat mit kartesischer Gleichung x gleich a. Wenn wir uns diese Situation so bildlich vorstellen, dann können wir diese Definition daraus ablesen. So brauchen wir sie nicht auswendig zu behalten. Auch dass die kartesische Gleichung lautet x gleich a, das ist normal für eine vertikale Gerade, denn alle Punkte dieser vertikalen Gerade haben als Abszisse diese Zahl a. Deshalb x gleich a. So bestimmt man also eine vertikale Asymptote einer Funktion. Schauen wir jetzt die horizontale Asymptote, schalten wir die vertikale weg und die horizontale ein. Wir möchten ausdrücken, dass die Funktion sich hier asymptotisch verhält gegenüber dieser horizontalen Asymptote. Selbstverständlich bedeutet das, wenn x gegen minus unendlich strebt, dann strebt das f von x gegen diese Zahl b. Halten wir das sofort als Definition fest. Wenn Limes von f von x, wenn x gegen eine Unendlichkeit strebt, eine reelle Zahl b ergibt, so hat die Funktion automatisch eine horizontale Asymptote mit kartesischer Gleichung y gleich b. Auch diese Definition können wir sehr leicht in solch einer Zeichnung ablesen. Auch dass die horizontale Asymptote als kartesische Gleichung y gleich b hat, denn alle Punkte dieser horizontalen Asymptote haben als Ordinate diese Zahl b. Diese da. Jetzt untersuchen wir die schräge Asymptote. Horizontale kommt weg, schräge kommt hin. Hier möchten wir selbstverständlich ausdrücken, dass der Funktionsgraph sich hier
immer mehr dieser roten Geraden nähert. Wir werden das so machen, wir werden schreiben, dass dieses vertikale blaue Stück immer kleiner wird, wenn x gegen unendlich strebt. Um das zu machen, brauchen wir den algebraischen Ausdruck von diesem blauen Stück. Nehmen wir einmal an, diese schräge Gerade hier habe als kartesische Gleichung y gleich m mal x. Jede schräge Gerade kann in diese Form geschrieben werden. Um dieses blaue Stück algebraisch auszudrücken, können wir sagen, es ist dieses braune Stück minus dieses Magenta-Stück. Also, wenn wir von dieser braunen Zahl diese Magenta-Zahl abziehen, dann erhalten wir diese blaue Zahl. Und wir wollen ja ausdrücken, dass diese blaue Zahl gegen 0 strebt, wenn x gegen unendlich strebt. So machen wir das. Drücken wir zuerst einmal diese braune Zahl aus. Es geht also hier von der Zahl x auf der x-Achse hin bis zum Funktionsgraphen. Diese braune Zahl ist also nichts anderes als f von x. Deshalb ist hier das f von x auch braun unterstrichen. Diese Magenta-Zahl von da bis da, das ist der y-Wert von diesem Punkt der roten schrägen Geraden. Also wenn die Abszisse x ist, dann muss der y-Wert mx plus p sein, da dies ja die kartesische Gleichung dieser Geraden ist. Also für diese gewählte Zahl x ist dieses Magenta-Stück die Ordinate von dem Punkt, das heißt mx plus p. Von dem braunen Stück f von x ziehen wir das Magenta-Stück mx plus p ab und erhalten dadurch diese blaue Zahl. Also, jetzt schauen wir hier in unserer Definition, von der braunen Zahl ziehen wir die Magenta-Zahl ab und erhalten so diese blaue Zahl. Und Limes, wenn x gegen unendlich strebt von dieser blauen Zahl, soll 0 sein. Ist hier in der Zeichnung ja auch der Fall. Die blaue Zahl strebt gegen 0, wenn x gegen unendlich strebt. Und so drücken wir dann analytisch aus, dass die Funktion eine schräge Asymptote hat mit kartesischer Gleichung y gleich mx plus p. Wer das mit den Farben hier gut verstanden hat, der erkennt auch diese Definition einer schrägen Asymptote in dieser Zeichnung. Wir drücken dieses blaue Stück aus, das ist f von x minus mx plus p, lassen x gegen unendlich streben und das heißt dann, dass dieses blaue Stück gegen 0 strebt. Wir behalten also Limes, wenn x gegen unendlich strebt, von f von x minus mx plus p gleich 0, hat zur Folge, dass die Funktion eine schräge Asymptote hat, deren kartesische Gleichung y gleich mx plus p ist. Wenn man uns also das f von x angibt, dann brauchen wir nur dieses Binom ersten Grades abzuziehen, in der Hoffnung, als Grenzwert bei unendlich 0 zu finden. Wenn wir da 0 finden, haben wir eine schräge Asymptote. Aber hier haben wir ein kleines Problem, denn angegeben wird die Funktion f von x. Woher finden wir denn die Zahlen m und p, die da einzusetzen sind, damit dieser Grenzwert 0 ergibt? Das sieht man so nicht sofort. Wir brauchen zwei Formeln, um m und p zu bestimmen. Also brauchen wir zwei Bestimmungsformeln einer schrägen Asymptote. Die erste, wir starten von dieser Definition und werden anhand der Definition die Zahl m herausfinden. Wenn dieser Grenzwert 0 ist, dann heißt das, dass 0 mal dieser Grenzwert immer noch 0 ergibt. Wir sind gewohnt, die 0 so zu schreiben, aber man darf die auch so schreiben. Denn Limes bei unendlich von 1 auf x
Das macht 1 auf unendlich und Konstante auf unendlich ergibt als Grenzwert 0. Dieser Grenzwert ist also 0, dann dürfen wir diese 0 durch diesen Grenzwert ersetzen. Ist gemacht. Hier haben wir das Produkt von zwei Grenzwerten, bei denen x jeweils gegen unendlich tritt. Also das Produkt dieser zwei Grenzwerte, das ist der Grenzwert vom Produkt und 1 auf x mal diese Hakenklammer, das macht f von x auf x minus mx mal 1 auf x, das ist minus mx auf x und dann minus p mal 1 auf x, das macht minus p auf x. X strebt hier gegen unendlich. P ist eine konstante Zahl. Diese konstante Zahl geteilt durch unendlich ergibt als Grenzwert 0. Dieser Grenzwert entfällt also. Hier bei dem Bruch dürfen wir durch x teilen, unter der Bedingung, dass x nicht 0 ist. X ist aber nicht 0, denn x ist ganz weit weg von der 0. Somit dürfen wir hier kürzen. Dann bleibt Grenzwert von diesem Bruch minus Grenzwert von m. Der Grenzwert dieser Konstanten m, das ist diese Konstante m. Also steht hier Limes von diesem Bruch minus m. Das minus m setzen wir noch rechts rüber und erhalten somit diese Zahl m da. Und da muss Limes, wenn x gegen unendlich strebt, von f von x geteilt durch x sein. So haben wir die Zahl m gefunden und machen uns jetzt auf der Suche nach dieser Zahl p. Wieder starten wir von der Definition, dieser Grenzwert soll 0 ergeben. Das Minus hier wird verteilt. Dann bleibt da Limes von f von x minus mx minus Limes der Konstanten p. Das ist diese Konstante p. Die steht also nicht mehr im Grenzwert. Der Grenzwert der Konstanten ist die Konstante selbst. Dieses p setzen wir noch rechts rüber und haben somit die Bestimmungsformel für p gefunden. Halten wir also diese beiden Formeln fest. Um m zu finden, berechnen wir Limes bei unendlich von f von x geteilt durch x. Wenn dieser Grenzwert eine reelle Zahl ergibt, dann ist das die Zahl m. M soll ja der Steigungsfaktor dieser schrägen Asymptote sein. Aber wenn wir hier als Grenzwert 0 finden, dann wäre der m-Wert ja 0 und dann hätte diese schräge Asymptote als kartesische Gleichung y gleich p. Die Gerade mit Gleichung y gleich p ist aber nicht schräg, sie ist horizontal. Und dann hätten wir diese horizontale Asymptote schon vorher gefunden. Also dürfen wir auch hier den Wert 0 für m ausschließen. Also wir rechnen Limes bei unendlich von f von x auf x. Wenn wir eine reelle Zahl finden, verschieden von 0, dann rechnen wir mit dieser Zahl weiter, setzen diese Zahl hier ein und rechnen dann den Grenzwert von dieser Differenz. Wenn wir dann eine reelle Zahl finden, dann ist diese Zahl die Zahl p. Und somit hätten wir dann eine schräge Asymptote mit kartesischer Gleichung y gleich mx plus p gefunden. Diese zwei Formeln sollte man auswendig behalten, um sie dann in konkreten Beispielen schnell einsetzen zu können. Schauen wir uns dieses Beispiel an und wir bestimmen jetzt alle Asymptoten dieser Funktion f. Das erste, was man machen sollte bei jeder Funktion, ist den Definitionsbereich bestimmen. Alle reelle Zahlen haben ein Bild außer minus 1 und 1. Die schließen wir also aus dem Definitionsbereich aus. Rechnen wir zuerst eventuelle vertikale Asymptoten. Wo findet man solche? Das kann nur bei den Zahlen sein, die da rausgeflogen sind aus dem Definitionsbereich. Also rechnen wir den Grenzwert von f von x bei plus 1. Das ergibt 1 auf 0, also unendlich. Somit haben wir eine vertikale Asymptote bei 1.
Und dann rechnen wir noch den Grenzwert bei minus 1. Grenzwert bei minus 1 ergibt minus 1 geteilt durch 0, das macht auch unendlich. Also haben wir auch eine vertikale Asymptote bei minus 1. Diese Funktion hat zwei vertikale Asymptoten. Überprüfen wir eventuelle horizontale Asymptoten. Dazu rechnen wir den Grenzwert von f von x, wenn x gegen unendlich dreht. Falls dieser Grenzwert eine reelle Zahl ergibt, haben wir eine horizontale Asymptote. Dieser Grenzwert ist hier zu berechnen durch die goldene Regel, Grad oben ist größer als unten, also ist der Grenzwert unendlich. Wir finden keine Zahl, dann haben wir auch keine horizontale Asymptote. Jetzt überprüfen wir die schräge Asymptote. Dazu brauchen wir die zwei Bestimmungsformeln. Die erste, wir rechnen m als Grenzwert bei unendlich von f von x auf x. Dieser Grenzwert wird berechnet durch dieses da, denn wenn wir diesen Bruch f von x durch x teilen sollen, heißt das, dass wir den Nenner mit x multiplizieren sollen und dieser Nenner multipliziert mit x ergibt x hoch 3 minus x. Rationale Funktion, Grenzwert bei unendlich, goldene Regel. Der Grad ist oben genauso groß wie unten, also ist der Grenzwert der Bruch der Vorzahlen dieser höchsten Potenzen, 1 geteilt durch 1, das macht 1. Diese Zahl ist nicht 0, also ist das unsere Zahl m. Jetzt noch die Zahl p. Dazu sollen wir in diesem Grenzwert zuerst einmal die Zahl m durch den gerade gefundenen Wert ersetzen. Tun wir das, ist gemacht. Wenn wir jetzt hier drin x durch unendlich ersetzen, ergibt das hier unendlich, goldene Regel, minus unendlich, unbestimmt. Diese Unbestimmtheit beheben wir, indem wir diese zwei Brüche gleichnamig machen und dann die Zähler subtrahieren, was zu diesem Bruch führt. Und hier können wir wieder eine goldene Regel anwenden. Der Grad oben ist streng kleiner als unten, also ergibt dieser Grenzwert bei unendlich die Zahl 0. So haben wir also eine schräge Asymptote gefunden mit kartesischer Gleichung y gleich m mal x plus p. 1 mal x plus 0, das macht x. So haben wir also zwei vertikale und eine schräge Asymptote gefunden. Kurze Bemerkung zur Bezeichnung dieser Asymptoten. Mit Absicht haben wir hier die französischen Abkürzungen genommen, asymptot vertikal, asymptot horizontal und asymptot oblik. Warum? Weil die vertikale Asymptote könnte auch als senkrechte Asymptote SA beschrieben werden und dann könnte eine Verwechslung entstehen wegen der SA-schrägen Asymptote. Aus dem Grund ist hier die französische Bezeichnung gewählt worden. Diese Funktion hat also drei Asymptoten. Fragen wir GeoGebra, wie dieser Graph aussieht und ob diese Geraden wirklich Asymptoten zum Graph sind. Ist gemacht, funktioniert. Schauen wir zum Beispiel die vertikale Asymptote x gleich 1. Wenn x gegen 1 plus strebt, dann ist der Grenzwert von f von x effektiv plus unendlich. Wenn x gegen 1 minus strebt, dann ist der Grenzwert minus unendlich. Schauen wir für die schräge Asymptote. Wenn x gegen minus unendlich strebt, dann nähert der Graph dieser Funktion sich immer mehr dieser schrägen Asymptote. Und wenn x gegen plus unendlich strebt, dann nähert dieser Graph sich immer mehr derselben Asymptote. Es gibt für ganz besondere Funktionen eine andere Art, eine schräge Asymptote zu bestimmen. Und zwar, um die schräge Asymptote einer rationalen Funktion zu finden, bei der der Grad des Zählers um 1 höher ist als der des Nenners,
genügt es, den Zähler durch den Nenner zu teilen, per Polynomdivision also. Schauen wir in einem konkreten Beispiel. Das ist eine Funktion, wie hier beschrieben, denn oben ist der Grad 2, unten ist der Grad 1, also oben ist er um 1 größer als unten. Dann soll man die Polynomdivision vornehmen, Zähler geteilt durch Nenner. Das heißt, diese Division. Wie ging das auch noch? Kann sein, dass man es vergessen hat. Man erinnert sich aber bestimmt an die schriftliche Division aus der Primarschule, denn diese Division funktioniert ähnlich. 22 geteilt durch 3. In der Primarschule stellten wir uns die Frage, wie oft passt diese 3 in die 22 hinein? Oder wir sagen, womit müssen wir die 3 multiplizieren, um daran zu kommen? Ja, mit 7. 7 mal 3 macht 21. Dieses Produkt schreiben wir dann unterhalb der 22. So. Dieses Produkt nehmen wir dann entgegengesetzt. Deshalb das Minus. Und danach wird addiert. 22 plus minus 21 macht 1. Wir werden hier ganz genau dasselbe machen. Aber zuerst muss man darauf achten, dass beide Polynome geordnet sind in abfallender Reihenfolge der Exponenten. Wir stellen uns hier ähnlich wie da die Frage, womit muss ich x multiplizieren, um an 2x² zu kommen? Ja, selbstverständlich mit 2x, die schreiben wir dann dahin. Jetzt multiplizieren wir. 2x mal x, das macht 2x², und 2x mal minus 1 macht minus 2x. Also 2x mal dieses Binom ergibt 2x² minus 2x. Sobald man das Produkt gefunden hat, ähnlich wie da, nimmt man es entgegengesetzt. Hier nimmt man also beide Terme entgegengesetzt, ist gemacht. So. Jetzt wird addiert. Die zwei ersten Terme, die entfallen jedes Mal. Wenn die sich nicht wegstreichen, hat man da schlecht gearbeitet. Hier streichen sie sich weg, die beiden werden noch addiert, also die Summe ergibt 2x plus 3. Solange der Grad hier nicht streng kleiner ist als der Grad des Teilers, machen wir weiter. Wir stellen uns wieder dieselbe Frage, womit muss ich das multiplizieren, um daran zu kommen? Ja, natürlich mit 2, dann schreiben wir die dahin. Jetzt multiplizieren wir den Teiler mit 2. 2 mal x minus 1, das macht 2x minus 2. Das Produkt schreiben wir dahin. Ist gemacht. Sobald man das Produkt gefunden hat, genau wie eben, nimmt man es entgegengesetzt. Also beide Terme, Vorzeichen ändern, ist gemacht. Und jetzt wird addiert. Hier wieder, die zwei ersten Terme müssen sich wegstreichen. Wenn sie das nicht tun, haben wir da schlecht gearbeitet. Anscheinend haben wir aber gut gearbeitet. 3 plus 2 macht 5. Was schließen wir jetzt aus dieser Division bezüglich dieses Bruches? Wieder können wir zur Primarschule zurückkehren und hier drauf schließen, dass 22 Drittel, dieser Bruch, dasselbe ist wie 7 Ganze plus 1 Drittel. Kleiner Test. 7 Ganze sind 21 Drittel, 21 Drittel plus 1 Drittel macht 22 Drittel, haut hin. Wir werden diese Schreibweise hier ganz genau so übernehmen, zack, ist gemacht. Der Bruch 2x² plus 3 geteilt durch x minus 1, das ist die Antwort, die da steht, also diese da, 2x plus 2 plus, hier war es 1 Drittel, also Rest geteilt durch Teiler, hier 5 geteilt durch x minus 1, steht da. Wir werden jetzt dieses Binom links rüber setzen, ist gemacht. Und jetzt rechnen wir den Grenzwert von dieser Funktion, der muss natürlich dann derselbe sein wie der Grenzwert von dieser Funktion, Grenzwert bei unendlich. Tun wir das? Und wir finden dann hier, Limes von dieser großen Klammer ist Limes
von diesem rationalen Bruch ersetzen wir hier drin x durch unendlich und finden 5 auf unendlich, das heißt 0. Also für unsere angegebene Funktion f von x haben wir ein Binom gefunden, das wir hier von dem f von x abziehen und dann als Grenzwert von dieser Differenz bei unendlich 0 finden. Genau das entspricht der Definition einer schrägen Asymptote. Das heißt, Limes, wenn x gegen unendlich dreht, von f von x minus ein Binom ersten Grades ergibt 0. Das ist genau das, was wir hier haben. Aus diesem Grenzwert können wir dann schließen, dass die Funktion eine schräge Asymptote hat mit kartesischer Gleichung y gleich das Binom ersten Grades, das wir da abgezogen haben. Also hier schräge Asymptote mit kartesischer Gleichung y gleich 2x plus 2. Zack. Es sieht jetzt hier in dieser Erklärung so aus, als wäre dieses Verfahren viel länger als das mit den zwei Bestimmungsformeln für m und p. Ist es aber nicht, denn wenn wir diese Division vornehmen, das heißt diese Division machen, brauchen wir all das nicht mehr zu schreiben, da nämlich der Grad vom Rest streng kleiner sein muss als der Grad des Teilers, werden wir immer als Grenzwert 0 finden. Also sehen wir nach der Division hier sofort das Binom, das hier einzusetzen ist, um die schräge Asymptote zu finden. Und dann ist es sehr wohl viel schneller als das Verfahren mit m und p. Jetzt haben wir die Asymptoten gründlich durchgenommen. Noch eine zusätzliche Bemerkung. Es gibt auch Asymptotenkurven. Es gibt nicht nur Asymptotengerade, so wie wir sie hier durchgenommen haben. Es gibt auch Annäherungskurven. Und die findet man ebenfalls durch Polynomdivision, zum Beispiel bei dieser Funktion. Der Grad oben ist um 2 größer als unten. Ist egal, machen wir trotzdem diese Division und finden, dass das x² plus 1 auf x minus 1 ergibt. Daraus schließen wir, indem wir x² links rübersetzen, dass das f von x minus x² gleich zu diesem Bruch ist. Jetzt rechnen wir an beiden Seiten den Grenzwert für x gegen unendlich und finden dann Grenzwert von dieser dicken Klammer gleich Grenzwert von diesem rationalen Bruch. Nach der Polynomdivision wird dieser Grenzwert automatisch 0 sein. Was also heißt, dass die Funktion, die angegeben wurde, sich immer mehr der Parabel x² nähert, denn diese Differenz nähert sich ja immer mehr der 0, wenn x gegen unendlich dreht. Jetzt fragen wir wieder GeoGebra, das kurz zu überprüfen. Übrigens, diese Funktion hat selbstverständlich eine vertikale Asymptote x gleich 1, denn wenn wir hier x durch 1 ersetzen, finden wir 0. Aber wenn wir oben x durch 1 ersetzen, dann finden wir 1. Und 1 geteilt durch 0 macht als Grenzwert unendlich. Daher die vertikale Asymptote x gleich 1. Wir haben aber auch hier eine parabelförmige Asymptote gefunden. Das heißt, y gleich x² ist ja die kartesische Gleichung unserer Grundparabel. Und hier steht, dass die Funktion sich dieser Parabel immer mehr nähert. Tut sie auch, denn wenn x gegen minus unendlich strebt, dann strebt dieser Graph hier immer näher, immer näher, immer näher zur Parabel hin. Und wenn x gegen plus unendlich strebt, dann strebt dieses Graphenstück immer näher, immer näher, immer näher gegen diese Parabel. Es sieht hier so aus, als würden die zwei Graphen übereinstimmen. Ihre Differenz strebt gegen 0, ist aber nicht 0. Sie sind immer noch unterschiedlich. Sie stimmen also nicht überein. Übrigens, das Wort Asymptote kommt vom griechischen Wort Asymptotos und das griechische Wort Asymptotos bedeutet
nicht übereinstimmend.